we run together. Run? Yeah. Like Mario and Princess Peach. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, beim Retro Club hier auf Rocket Beans TV. Ihr seht, sommerlich frisch. Wir haben es ungefähr 850 Grad Kelvin draußen, plus minus 2 oder 3 Grad. Ich darf wieder euer Gregor sein und euch schöne alte Spiele von Anno dazu mal präsentieren mit einem speziellen Thema heute. Wir haben schon mal ein bisschen uns im Cold Open darauf eingewöhnen können. Heute geht es um Identitätsdiebstahl, im Speziellen in Sachen Videospielen. Denn wir hatten ja schon mal Folgen, wo es darum ging, dass es zum Beispiel verschiedene Spiele gibt, die den gleichen Namen tragen. Dass es zwei verschiedene Star Fox beispielsweise gibt oder verschiedene Spiele, die Journey heißen. Heute geht es aber um Charaktere, die den gleichen Namen tragen. Denn wir haben es ja auch schon mal öfters mal gesehen. Es gibt Figuren im Videospielbusiness. Manche sind bekannter, manche weniger bekannt. Aber die tragen dann denselben Namen. Oft ist es natürlich so, ja, wenn es so ein Allerwelts in Anführungsstrichen Vorname ist, kann man sagen, guck mal, so viele Leute, die Simon oder Etienne oder Nils heißen, Budi wahrscheinlich eher weniger, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, wir haben natürlich welche, die davon getragen werden, dass wir da den gleichen Namen haben. Allerdings gibt es auch ein paar ungewöhnlichere und das wollen wir heute machen. Ich will euch ein paar Beispiele zeigen, welche verschiedenen Charaktere es gibt, die den gleichen Namen tragen. Sogar dieses kleine Männchen hier hätte es fast verloren, das Schild, aber ich schätze, da steht sowas drauf wie Like, freu dich, zeig uns den Daumen. Alles das, was ihr bei Social Media machen könnt, macht das gerne. Sonst müssen wir das arme Ding dann wieder mit Erdnüssen futtern. Und ich glaube, es verträgt keine Erdnüsse. Aber um wieder aufs Thema zurückzukommen. Also Charaktere, die gleich heißen. Ich gebe euch ein sehr gutes Beispiel. Wir lassen mal die erste Matz laufen. Denn wir kennen alle natürlich Kratos aus God of War. Ja, der spätere Kriegsgott, Hack and Slasher, der Muskelmann. Allerdings, ich kannte Kratos unter einem anderen Gesicht, nämlich aus dem Spiel Tales of Symphonia, ein Japaner-RPG, was einige Jahre vor dem ersten God of War rausgekommen ist. Und ich war damals relativ verwirrt. Ne? Das habe ich jetzt wieder in der Recherche dann gemerkt, es gibt zwei Kratos, wie kann das denn sein? Hat natürlich alles dann oft irgendwo eine Basis, oh, haben sie es irgendwo aus der Mythologie oder aus einer älteren Sprache mit übernommen? Und da gibt es gewisse Wurzeln, die bei beiden Charakteren, glaube ich, gleich sind, wo der Wortstamm ist. Lustigerweise, Kollege Gino und ich hatten ja Tales of Symphonia Let's Play zu Beginn des Senders, damals hier noch 2015, 2016. Und wir haben uns genau damals über diese Sache unterhalten. Und hier ist ein kleiner Clip davon. Ah. Your name is Lloyd? Yeah, but who are you to ask for my name? Na, jetzt kommt's. Sag es. I am Kratos. Kratos! Yes! Der einzig wahre Kratos. Kratos. Ich war sehr verwirrt, als es nachher Spiele gab mit dem Kratos. Mit dem anderen Kratos. Ja. Please be of service. Aber das ist der einzig wahre. Ja. It's a deal, man. Badass Kratos. Was für Fanboys, ne? Ach, dieser Kratos, ja, mit seinen Chaos-Klingen und seinen AAA 100 Millionen Dollar Produktionsbudget spielen. Nein, wir wollen dann den mit den roten Locken haben und den zwei Schwertern und der in Symphonie da rumhopst. Aber genau das ist so die Art von Sachen, die wir heute machen werden. Und ich habe viele rausgesucht, viele Beispiele. Wir werden ein paar Spiele uns angucken, wo welche dieser Namensvetter sozusagen drin sind. Und lass uns doch gleich weitermachen mit der nächsten Matz gucken. Shadowman ist ein altes Action-Adventure, was übrigens gerade, wo wir es aufzeichnen, auch für ein Remaster in Arbeit ist. Da werde ich mich damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Allerdings, Shadowman, habe ich das nicht schon mal gehört? Ach ja, bei Mega Man 3, da war Shadowman natürlich ein Ninja aus dem Schatten, der mit einem riesigen Wurfstern hantiert und dadurch nicht mehr so versteckt ist, wie er eigentlich es sein sollte. Nichtsdestotrotz, Shadowman ist ein Name, der doppelt benutzt wurde. Und bevor das Remaster rauskommt, wir gehen mal aufs Ingame rauf, ne? Dann wollen wir uns Shadowman auch einmal kurz angucken. Im Speziellen die deutsche Version. Ich werde gleich mal kurz auf Start gehen und erstmal die Cutscenes überspringen, weil das müssen wir uns, glaube ich, da mal geben, wenn es wirklich soweit ist und das Remaster draußen ist. Schaut euch auch gerne mal an. Es gab ein angefangenes Let's Play, glaube ich, mit Bell und Nasty hier auf dem Sender vor langer, langer Zeit. Das solltet ihr noch auf unseren Kanälen hier finden. Gehen wir hier kurz rein. Shadowman, wie schon erwähnt, ein Action-Adventure, das mit der Welt der Toten zu tun hat, mit sich verändernden Locations. Und man selber ist der Schattenmann, der, ich
glaube, Seelen der Toten wieder retten will. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Es ist schon relativ lange her, dass es rausgekommen ist. Aber dieses Spiel hatte auf jeden Fall seine ganz eigene Klientel, weil es eben auch mal so ein bisschen diese morbidere Thematik nach vorne gepackt hat. Nicht wundern, dass alles so dunkel ist, so soll das sein in dem Spiel. Wir spielen hier gerade die Dreamcast-Version, die deutsche, die ein bisschen auch noch mal aufgewertet wurde. Wir haben ja auch mal die Emulatorenfolge gehabt. Also so ganz in 4K wird es nicht ausschauen, wenn ihr es normal auf dem Fernseher da spielt. Ich hoffe, dass ihr es hier in 4K dann spielen könnt mit der Neuauflage. Und ja, der Shadowman hier. Ich bin sehr gespannt, was sie beim Remaster dann machen werden. Wahrscheinlich nicht allzu viel bei den Texturen dann abfahren lassen können. Allerdings, die haben schon eine sehr schöne Lokalisation gehabt. Und das ist so ein Beispiel für einen Titel. Das war eben die Ära End-90er, Anfang-2000er. Wo du solche Sachen auf hochwertigen Konsolen wie dem Dreamcast oder dem PC hattest, die heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so überragend aussehen, wie sie es damals noch gemacht haben. Aber das war ein richtiges Stimmungsding damals. Ne? Und ich glaube, das kommt noch so ein bisschen rüber. Wir gehen gleich mal, wenn wir hier angekommen sind, wir versuchen, einen Kontakt herzustellen, eine Kontaktperson zu finden, die uns ins Reich der Toten dann hinbringt. Zwischendurch haben wir diese Herzen, die wir da einsammeln, die auch natürlich wichtig sein werden. Wir können klettern und uns entlanghangeln, so ein bisschen Tomb Raider-Style. Und ganz im Ernst, ich mag die Loka heute noch, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier kurz reinspringen. Mal kurz in die Cutscene dann reinschauen. Ja, Shadowman als Name natürlich, wie gesagt, das sind diese zwei konkreten Beispiele. Bei Mega Man kann man das, glaube ich, häufig auf einiges anwenden, weil bei denen war es ja Man irgendwas. Ja, lass das einfach mal mitnehmen. Und wenn irgendein anderes Spiel was mit Punkt, 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 Man macht, dann ist die Chance durchaus groß, dass wir da Doppelungen und Dreifachbelegungen haben. Geschafft. Also, wir sind bei einer Kirche angekommen, wo lauter Hunde davor stehen, die die Kirche angucken. Aber wir gehen natürlich rein und wollen checken, was Phase ist. Und treffen dort eine alte Bekannte. Nettie? Ah, hallo Mike. Gut, dass du hier bist. Wie hätte ich dein freundliches Angebot ausschlagen können? Als könnte ich jemals Nein zu dir sagen, Agnetta. Kannst du ja auch nicht. Ich bin nun mal unwiderstehlich. Ich hoffe, du hast die Akte gelesen, die ich dir gegeben habe. Und zwar gründlich. Zwischen den Zeilen findest du die Hinweise. Hast du meine Sachen? Komm rein, Chérie. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich über diese dunklen Seelen nachgedacht. Wenn die so verdammt gefährlich sind, wieso haben die Ahnen sie dann nicht einfach zerstört? Weil das unmöglich ist. Ihre Macht beruht auf ihrer Unsterblichkeit. Sollte es dem Bösen jemals gelingen, diese unsterblichen Seelen zu seinen abscheulichen Sklaven zu machen, kannst du dir das Gemetzel ja vorstellen. Kannst du dir vorstellen? Ich überspringe hier mal ein bisschen, weil diese Cutscene ist wunderbar, geht aber noch ein bisschen länger weiter. Wir wollen noch ein bisschen was vom Game hier sehen. Wie erwähnt, ich werde mich ja auch noch mal ein bisschen länger damit beschäftigen, wenn das Remaster mal draußen ist, um zu sehen, wie es geworden ist. Das ist ja zum Glück von den Night Dive Studios, die sehr viele gute Remaster gemacht haben. Allerdings, das ist, glaube ich, auch das Maximum, was man ausmacht. So, ich muss diesen Teddybär benutzen, um einmal mich in die Welt der, in die Welt der Toten zu warpen. Weil da kann ich jetzt richtig Action machen. Und dann werden wir uns das mal genau angucken. Ich hoffe, ich bete, dass sie die deutsche Synchro drin hat. Das ist ja fantastisch, ne? Also, dass sie sich damals schön den Aufwand gemacht haben. Und also ein Titel, man muss natürlich die Nostalgie haben, dass man wieder dann sowas hier spielt. Aber ich will auch, dass es so aussieht, wie es gerade aussieht. Warum müssen da mehr Ecken sein? Warum müssen da mehr Polygone sein? Das reicht doch einfach. Und ich bin, wenn ihr euch daran erinnert, was wir vorhin für eine Location durchgegangen sind. Das ist die gleiche Location, glaube ich, aber in einer anderen Dimension, wo jetzt lauter Seelen unterwegs sind, die hier nackig durch den See warten und mir sonst ans Bein greifen wollen. Deshalb versuche ich, an denen vorbeizugehen und sie anzuschießen mit meiner Seelenkanone, die ich jetzt hier habe. Absolut spooky, absolut gruselig. Ich springe noch mal hier weiter. Und ja, müssen dann die Seelen jagen von irgendwelchen, teilweise Verbrechern, glaube ich, waren hier sogar. Ne? Das Intro, das hatten wir natürlich vorhin übersprungen, aber es war ein großer Monolog von Jack the Ripper, der rekrutiert wurde, weil er die Leute nicht mehr vernünftig opfern konnte und rekrutiert wurde, eine Kirche des Bösen zu bauen. Das hier ist auch noch fantastisch, das werden wir gleich abschließen. Ich schieße mal kurz drauf. Au, hey,
Warum schreit mich das Ding an? Es ist ein Charakter. Hallo Michael, wie läuft's denn so mit dem Tod, was? Jaunty, ich wäre dir verbunden, wenn du mich Shadowman nennen würdest. Hier im Reich der Toten hat Michael Leroy keinen Platz. Was immer du willst, Michael. Schön, dich wiederzusehen. Ist ja schon Ewigkeiten her, dass mir deine wunderbar fröhlich lachende Visage zum letzten Mal untergekommen ist, was? Ich kenne die Stimme. Warst wohl weg und hast ein bisschen mit dem alten Drachen gescheckert, was? Hast es ihr ein bisschen mit dem guten alten Voodoo gegeben, um sie immer jung zu halten, was? So ungefähr. Ich wette, sie hat dich mit ihrem dreckigen Bettgeflüster vollgesülzt. All dem Gerede vom jüngsten Tag und von Armageddon, bis dir der Schädel geplatzt ist, was? Okay, das ist jetzt... Das ist jetzt, glaube ich, zu viel für unsere jungen Ohren. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Sonst Shadow Man ist ein Spiel, wo man sich richtig dann fallen lassen muss. Wie gesagt, wir werden uns noch mal stärker damit beschäftigen, wenn dann das Remaster draußen ist. Ein Beispiel für Charaktere, die gleich heißen. Um noch mal das Ding zu referenzieren, was wir gesehen haben im Cold Open, Mario und Princess Peach. Es sind natürlich nicht die einzigen Referenzen, die wir auf berühmte Charaktere haben. Und oft sind solche Namensgleichheiten vielleicht nicht bewusst gemacht. Manchmal sind sie es bewusst, wie ihr in der nächsten Matz sehen könnt. You have my thanks. Keep the sword, Ezio. Do I know you from somewhere? Don't you recognize me? It's a me, Mario. Uncle Mario? It's been too long, Nipote. Far too long. Ich habe so gelacht. It's a me, Mario, natürlich. Also einer der schönsten Namensvetter, einer der schönsten Cameo-Auftritte, die man so in ein Spiel ohne offizielle Lizenz mit reinpacken kann, aus Assassin's Creed 2. Ezio und sein Onkel. It's a me, Mario. Wir gehen auf die nächste Matz drauf. Und jetzt sprechen wir über Charaktere, die Goro heißen. Ein gängiger japanischer Vorname zwar, aber es gibt tatsächlich viele bunte Charaktere, wie einen der Bosse aus Mortal Kombat beispielsweise. Wir kennen ja Goro mit den vier Armen. Allerdings, wenn man in einen anderen Bereich guckt, Goro heißt auch zum Beispiel diese Grinsekatze aus Mappy, einem Arcade-Game, das wir uns auch gleich nochmal anschauen werden. Das hatten wir bisher nämlich noch nicht im Retro-Club. Wer heißt auch noch Goro? Natürlich Fighting-Game-Charaktere wie Goro Daimon aus King of Fighters. Müsste in einem Team sein mit Binimaru und Kyo, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Das ist also ein großer, muskulöser Kerl, mit dem ich durchaus gern gespielt habe. Einer meiner Favoriten, Goro Majima natürlich aus Yakuza, der verrückteste aller Yakuza-Charaktere. Und ihr kennt ihn vielleicht noch mit dem Zopf aus Yakuza Zero. Den kann man immer wieder erwähnen. Goro Akechi, ja, weiß nicht mehr genau, wie man es ausspricht, aus Persona 5. Einer der Charaktere. Schaut euch da gerne auch Persona 5 Royal an, wenn es soweit ist in der Zeit. Und Goro von F-Zero wird zwar mit einem H am Ende geschrieben, aber Samurai Goro muss ich eigentlich mit reinnehmen. Das ist nämlich der Charakter, mit dem ich meistens gespielt habe, weil er hatte auch diesen wunderbaren Fire Stingray. Ja, schwer, um die Kurven zu lenken, aber beste Endgeschwindigkeit. Und da gehört Samurai Goro auch gleich nochmal dazu. Wir haben Mappy kurz erwähnt und wie gesagt, von den ganzen Titeln, die wir gezeigt haben, ist es einer, den wir bisher am wenigsten hier gesehen haben. Mappy ist ein Arcade-Klassiker von Namco. Ist zuletzt, glaube ich, in der NES-Version auch in der Namco Museum Archive Collection. Ich kriege die Namen immer durcheinander, aber gewesen da, wo es die NES-Spiele nochmal auf aktuellen Plattformen gab. Und ist ein bisschen anders von der Spielbarkeit her als so klassische andere Games. Ihr habt eigentlich nur die Methode zu laufen und ihr seid diese Polizistenmaus und müsst Sachen einsammeln, die dann sonst geklaut werden. Ihr seht, Goro ist auch dabei. Goro ist die Grinsekatze in Rot, ne? Und wir dürfen uns nicht. Okay, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt bin ich genau ins Sandwich gegangen von den zwei Räuberkatzen oder Räubertieren, die mir entgegengekommen sind. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, ich muss auf diese Trampoline raufgehen. Und wenn ich auf die Trampoline raufgehe, dann springt der Charakter automatisch. Und ich komme erst davon los, wenn ich in die richtige Richtung mit dem Steuerkreuz drücke. So, und diese Türen, die zwischendurch drin sind, die geben mir ab und zu mal die Möglichkeit, wenn ich sie aufmache, mit dem Rückstoß der Luft irgendwie andere Charaktere umzunieten. Wie, oh, natürlich, das war keine der roten Türen, deshalb habe ich nicht nochmal einen extra Luftstoß gehabt und die haben mich jetzt hier erwischt. Ich hoffe, dass ich den ersten Level noch schaffe, weil es ist tatsächlich so ein sehr konzentrationsabhängiges Spiel. So, weil die kommen mir natürlich alle hinterher.
Oh, jetzt hat er sich direkt dahin versteckt. Auf jeden Fall, ich muss all diese Sachen einsammeln, die Türen öffnen und dann geht es richtig weiter. Vielleicht zeige ich das nochmal im Detail, wenn ich mal mich ein bisschen besser konzentrieren kann. Aber parallel Mappy zu erklären und schauen, wie das funktioniert, ist relativ schwer. So, Leute, wir waren bei Goro. Goro natürlich ein Charakter, der in Prügelspielen vorkommt. Wir haben auch einen Charakter, der durchaus mal in Prügelspielen seinen Namen gefunden hat, aber auch in vielen anderen. Wir gucken auf die nächste Mats. Es geht um Raiden. Kennt natürlich den Donnergott aus Mortal Kombat. Klar, Raiden denkt man auch sofort, aber es gab viele mehr Raidens, beispielsweise in Fatal Fury. Fatal Fury, das Prügelspiel von SNK. Im Westen als Big Beer bekannt. Wahrscheinlich, damit man Vergleiche mit dem anderen Raiden da lassen tut, aber vom Design her ganz anders. Groß, stark, stämmig. Wir kennen natürlich Raiden aus den Metal Gear Spielen, den Cyber Ninja, den Kollegen von Solid Snake, der in den eigenen Spielen rumgefurcht ist. Und wir haben Raiden sogar als komplette Shooter-Serie gehabt, also nicht nur als Charakter selbst, sondern es gibt eine komplette Spieleserie, die Raiden heißt. Und wir sollten natürlich nicht vergessen, wir haben auch in Final Fantasy einen Raiden gehabt. Nicht zu verwechseln mit Ramu, dem Donnergott, wobei das vielleicht ein bisschen parallel zu denken ist. Raiden war eine Guardian Force, ein Esper, eines der Phantombiester, wie man sie so schön alle nennt, die man in Final Fantasy VI in Magicite finden konnte. Und Ramu ist natürlich der, der am ehesten bei den anderen Spielen mit dabei ist. Also seht ihr, ganz viele Leute, die beispielsweise Raiden heißen. Und ich breche gleich mit der Regel, die ich am Anfang kurz aufgestellt habe. Denn ich habe gesagt, so Allerweltsnamen, die wollen wir natürlich jetzt nicht spezifizieren. Allerdings, ich möchte schon was im Speziellen machen. Denn mir fällt natürlich auf, als jemand, ihr habt ja gesehen, wie die Einblendung am Anfang war, Gregor, ja. Es gibt natürlich auch Gregors im Videospielbereich. Und sogar einige, mehr als ich gedacht hätte. Und wir lassen die nächste Matze einmal laufen. Denn natürlich gibt es Berthold Gregor aus Valkyria Chronicles. Ich glaube, das war einer der Bösewichte, wenn ich mich nicht irre, der dann auf der gegnerischen Seite stand und die Truppen kommandiert hat. Es gibt natürlich den Gregor aus Fire Emblem. Den sieht man, glaube ich, mit am häufigsten, wenn es nicht gerade um Game of Thrones oder sowas geht. Dann wird häufiger der Gregor aus Fire Emblem genommen. Großstämmig, rote Haare, dicke Schwert. Es gibt sehr viele in WoW. Ich habe mal einen als Beispiel genommen. Gregor Agamant, ein Ding, was, glaube ich, ähnliche Kopfhaut wie ich hat, mittlerweile mit der Hitze da draußen. Und wir haben Gregory aus der Gregory Horror Show. Und lustigerweise, diese Maus, sie heißt sogar Gregory House. Und wisst ihr, wer auch noch Gregory House heißt? Das ist der Hauptdarsteller von Dr. House. Ja, wenn ich mich nicht irre, der hieß ja auch, also hier, ne, also mit den Vicodin-Pillen und alles. Ich glaube, es war Gregory House auch. Er heißt warum auch immer, wie diese komische Maus. Wir werden das Spiel auch gleich spielen. Allerdings, bevor wir starten, ich will euch noch eine kleine Sache dann zeigen. Natürlich, das sind Charaktere, die Gregor heißen. Es gibt da einen Charakter, der, glaube ich, ein bisschen mehr inspiriert ist von meine einer hier persönlich, nämlich die Entwickler, die das wunderschöne Spiel Elex gemacht haben, haben ein kleines Easter Egg in das Spiel verbaut. Da gibt es einen Wächter vor einer Stadt. Der trägt auch den wunderschönen Namen Gregor. Und ich glaube, die Parallelen, auch wenn die Glatze bei dem leider nicht so ausgeprägt ist, sind doch vorhanden. Wir gucken mal auf die nächste Mats. Ich hoffe nur, die Outlaws versuchen hier keinen Plauschangriff. Ich meine Lauschangriff. Ja, habt ihr gesehen, ne? Also, das ist doch schon mal direkt und schön und richtig gut. Dann gib mir mal eine Sekunde, denn wir wollen ja Gregory Horror Show uns angucken. Das ist ein Spiel, ne? Das habe ich häufiger damals gesehen in den ganzen Grabbelkisten, weil es dann so Anfang, Mitte der 2000er auf der PlayStation 2 rausgekommen ist. Und ich habe mir nie so richtig was drunter vorstellen, was es ist. Ich habe es jetzt im Zuge dieser Folge quasi mal angeschaut. Was ist das für ein weirdes, was ist das für ein komisches Spiel? Also, es ist wie so eine Art Survival-Horror-Adventure, aber alles so ein bisschen auf niedlich gemacht, von Capcom gepublished, warum auch immer. Und Gregory House ist der, wir können auf den Game mal raufgehen und uns den Titel hier mal angucken, oder zumindest so, von Capcom, fängt an wie Resident Evil, aber Resident Evil für Kinder, irgendwie. Gregory Horror Show, Soul Collector, gehen da mal auf Start. Ich guck mal, starte ich direkt neu oder lade ich den Spielstand? Ich mache einfach mal direkt neu, weil ich glaube, wir sollten uns auch mal den Vorspann angucken, weil der ist schon muss man sich einmal wirklich dann gegeben haben. Wir sind die erste Nacht im Gregory House. Das heißt, wir sind als unbescholtener Jungspund ins Hotel eingezogen. How did I get here? I should have been home by now. Suddenly,
I saw a bright light before me. It was the hotel. Es war das Hotel. Do you need a room for the night? My, my. You certainly do look exhausted, don't you? Well then, I'll get a room ready for you. Jetzt will ich natürlich mal hören, was die Parallelen sind, ne, zwischen der Maus und mir, außer unserer Vorliebe für Käse. Ja, jetzt habe ich den Gag selber gemacht. So, jetzt könnt ihr das gar nicht mehr machen. Wir suchen uns mal einen Namen aus. Und natürlich, ich bin ja Gregory. Wählen wir das auch aus. Ich fürchte, wir können diesen Namen nicht akzeptieren. Ich darf nicht Gregory heißen. Spiel macht mich ein bisschen fertig. Na gut, dann nehmen wir einen Buchstaben weg. Dann ist mir eben Gregor. Männlich oder weiblich? Männlich. Right this way, if you don't mind. I'll be happy to show you to your room. I must say, we don't often receive guests at this hour. Ja, wie auch immer bin ich in dem Hotel gelandet. Perhaps you've somehow managed to lose your way. Or maybe you've just lost your mind. That was a joke. Besonders lustig fand ich das nicht gerade. Keine Ahnung, wie ich das bezahlen kann. Also, wir wurden in unser Zimmer gepackt. Wie auch immer wir es bezahlen können, keine Ahnung. Es sind Bilder von Katzen an der Wand in einem Hotel, was von Mäusen geführt wird. And so I fell into a deep sleep and began to dream. Ist natürlich klar, dass sowas an den Wänden dranhängt. Das ist kein Action-Game. Come on now. Throw away all them worries. Forget about them. Sondern... Der Tod aus Schweden. Okay, how's about I make you a little deal? See, my job is removing lost souls from the living world. And that hotel is full of lost souls, what needs to... Okay, ich drücke hier mal einmal auf Start. Der gibt mir jetzt meinen Auftrag. Das ist kein Action-Game, sondern Adventure-Style. Höre einen ohrenbetäubenden Schrei aus dem nächsten Zimmer. Ich bin dieser Blockkopf und ich habe den Auftrag vom Tod, der spricht wie ein New Yorker Gangster, aber die schwedische Flagge auf seinem Kopf trägt. Vielleicht ist es der schwedische Tod, ich weiß es nicht. IKEA. Der macht die Särge bei IKEA wahrscheinlich. Habe ich den Auftrag, im Hotel hier rumzufuhrwerken und dann die Bewohner zu ihren Tageszeiten abzupassen. Ich guck mal hier kurz, kann ich ins Menü hier rein? Sonst könnte ich hier schon mal... Na gut, dann gucken wir uns den einfach hier mal an. Sonst hätte ich mir mal einen Spielstand geladen, wo ich schon mal ein bisschen drin bin. Aber das kann man, glaube ich, erst nach dem Tutorial dann hier einmal machen. Ja, ich muss von den Bewohnern ihre Seelen einsammeln und dann den schwedischen Tod übergeben. Ja, ich kann hier herumlaufen. Ich habe eine Kameradrehung, die ich natürlich anstellen kann. Später eine Karte, die ich mir angucken kann. Im Zimmer gegenüber ist der Gastraum, wo wir hier sind, 101. 102 sieht aber anders dicht aus. Und wir schnicken einmal hier kurz durchs Schlüsselloch gleich. So, was war das mit... Wir klopfen einmal. Mümmel, James, bist du das? Bitte ärgere mich nicht mehr. Okay. Genau, keiner guckt. Wir schauen einmal durchs Schlüsselloch und... Da ist eine Katze. Die zusammengenäht wurde aus verschiedenen Teilen und der die Augen zugenäht wurden. Warum auch immer. Wir sollen einmal den Schlüssel holen, damit wir hier durch können. Wir gehen mal in die Lobby. Und schauen einmal vorbei. Und ja, wenn wir das Spiel dann freigeschaltet oder weitergeschaltet haben oder erstmal die ganzen Tutorials hier durch haben, dann wird mir beigebracht, okay, alle haben einen Tagesablauf, auch Gregory die Maus. Einen Nachtablauf, besser gesagt. Ich komme rüber, er sagt mir jetzt, ich gebe dir natürlich nicht den Schlüssel, das ist doch Quatsch. Na? Warum soll ich dir den Schlüssel geben? Als Direktor des Hotels, geh doch mal wieder schlafen. Aber es ist schon 12:30 Uhr, ich bin natürlich nachtaktiv.
Er geht seine Runden machen. Was macht uns oder was gibt uns da die Möglichkeit, dass wir selbst mal kurz gucken, hier, ja, geh doch mal ruhig vorbei. Du guckst nicht nach hinten, oder? Achso, bleib. Oh doch, du guckst doch nach hinten. Okay. Gut. Dann bleibe ich kurz weg, dann warte ich mal, bis du um die Ecke bist. Mein Kollege. So, jetzt kannst du nicht sehen. Als ob ich mich an Regeln halte. Natürlich stehle ich den Schlüssel. Und ja, so müsst ihr adventuremäßig herausfinden, welcher Bewohner hat welche Seele. Später kommt beispielsweise noch eine Alligatoren-Krankenschwester hinzu, die mit einer riesigen Spritze Leuten beim Schlafen das Blut abzieht. Capcom, warum? Ich verstehe das nicht ganz. Ach, guck mal, da geht er. Ja, und der guckt, guck mal, jetzt guckt er danach, was geht da ab. Ja, habe ich genug Schaden angerichtet? So. Haben wir aufgemacht. Und jetzt können wir hier rein. Und wir schauen noch einmal kurz, bevor wir hier rausgehen, was hier Phase ist. Denn I'm so hungry. Der Neko-Zombie. Is it dinner yet? Der Katzen-Zombie. We meet at last. Der unser erster Auftraggeber sein wird. Und uns ein bisschen beibringt, wie das Spiel funktioniert, dass wir selber durch Schlüssellöcher gucken müssen, dass wir den Items bringen und schauen, das, was da drumherum schwebt, das ist die Seelen, eine der Seelen, die wir einfangen sollen. Und ja, wir müssen erkunden, was sind die Schwachpunkte, und wir müssen durch die Schlüssellöcher gucken, wie so ein Perverser. Einfach mal durchschauen. Also, ich würde sagen, wir springen mal hier raus, weil ansonsten weirdet dieses Spiel auch mich komplett aus. Gregor die Maus, das ist hier die Sache. Bevor wir in die Werbung gehen, schauen wir noch mal kurz in die nächste Mats rein, denn ich bin nicht der einzige Namensvetter hier aus Rocket Beans TV. Tiger Mission für den C64, programmiert von, wem ist es? Von Wirt Ngoyen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber wie unser Wirt, nur ist das bevor er geboren wurde, 87 für den C64 mitprogrammiert Tiger Mission. Ich habe Wirt mal den Screenshot geschickt und er war auch ganz baff, ja, dass einer seiner Namensvetter dann auch in der Spieleentwicklung anscheinend ist. Oder er hat mir was nicht verraten, ist viel älter, als er eigentlich tut, und hat selber Shoot'em-up-Umsetzungen aus der Arcade für den C64 programmiert. Also wenn ihr noch mehr Namensvetter von uns irgendwo in Spielen vermerkt seht, dann schickt das doch gerne oder schreibt das unten in die Comments mit rein. Könnt ihr euch gerne schon mal als Hausaufgabe mitnehmen. Wir gehen kurz in die Werbung, wenn wir zurück sind. Noch viel mehr Namensvetter. Bis gleich. Willkommen wieder zurück im Retro-Club. Das Thema heute Identitätsdiebstahl. Haben uns gerade sehr ausführlich über Charaktere unterhalten, die Gregor unter anderem in Videospielen heißen. Oder Shadowman, Kratos, Goro, Raiden nicht zu vergessen. Ganz, ganz viele Leute, die ähnlich, oder Videospielleute, die ähnlich dann heißen. Oder vielleicht sogar ganz gleich. Und damit machen wir gleich weiter und gehen auf die nächste Mats rüber. Denn wer hätte es gedacht, der Name Motherbrain ist sehr, sehr beliebt in Videospielen. Aus Metroid kennen wir Motherbrain natürlich als großen Antagonisten, als Boss in vielen der Games. Allerdings, Motherbrain taucht auch als Boss in anderen Spielen auf. Beispielsweise in Phantasy Star, respektive Phantasy Star 2, ist Motherbrain, glaube ich, auch der finale Endboss. Sieht hier aus eher wie Goro mit den vier Armen und wird dann RPG-mäßig bekämpft. Und nicht das einzige Rollenspiel, denn Chrono Trigger hat auch eine Mother Brain. Da ist es ein Computerhirn, was man bekämpft in der fernen Zukunft. Heißt auch Mother Brain. Ist ein durchaus schöner Kampf gewesen, kann ich mich erinnern. Dann, wir haben Mother Brain, aber auch bekannt als Zerus Brain oder Bacterian aus Gradius, dem Shoot'em Up. Einer der vielen Namen firmiert auch unter Mother Brain unter anderem, und da hast du ja eh sehr viel mit Gehirnen zu tun. Blaster Master hatten wir vor ein paar Wochen auch mal in der Sendung, vor ein paar Monaten sogar, ist da einer der Gegner im Top-Down-Shooter-Bereich des Action-Games. Und wir haben in der modernen Zeit auch Mother Brains. Brain of Menzies aus Bloodborne, einer der Gegner, oder ich glaube, einer der schwierigsten Sachen, die man da überwinden kann, ist unter anderem auch als Mother Brain bekannt. Bietet sich fast an, ne? Dass das Mutterhirn immer böse Absichten hat, die ganzen Bösewichte gebärt oder dazu bewegt, Böses zu tun, und wird dementsprechend auch sehr häufig gerne in Spielen genommen. Von Bösewichten gehen wir aber zu den absoluten Helden und lassen die nächste Mats auch gleich nochmal laufen. Lord British aus Ultima ist der Regent, der in Ultima wirklich alles regieren tut, und der basiert auf einer bestimmten Person, nämlich
Lord British natürlich. Richard Garriott, der Spieleentwickler, hat sich selbst ins Spiel verbaut und tritt auch gerne heute noch im alten Mittelalter-Konterfei auf. Allerdings, nicht nur er selbst hat sich ins Spiel verbaut, sondern Lord British ist auch der Name des Two-Player-Fighting-Shooter-Raumschiffes, nämlich Vic Viper und Lord British sind die beiden Flieger, die man im Spiel Salamander, einem der Gradius-Nachfolger, verwendet. Gradius haben wir ja gerade noch mal bei Mother Drain, aber auch bei Mother Brain drüber gesprochen. Das finde ich sehr lustig. Also ich weiß nicht, ob das dann mit Origin, der alten Firma von Richard Garriott, mittlerweile ja alles bei EA abgesprochen war, dass er einfach, ja, okay, unser erstes Schiff heißt Vic Viper und das zweite heißt Lord British. Warum auch nicht? Und das schauen wir uns an jetzt. Wir gehen aufs Ingame rauf, denn Salamander ist wirklich ein sehr, sehr schöner Shooter hier in der Arcade-Fassung von Konami rausgekommen und ich schmeiß mal ein paar viele Credits rein, weil dieses Spiel gleichzeitig zu erklären und zu zeigen, wird es relativ schwierig werden. Also, ich glaube, wir haben aber dadurch, dass wir der erste Player sind, hier gerade nicht, Lord British am Start. Ich muss hier erstmal kurz mal meine Upgrades alle mitnehmen, solange wir hier am Anfang sind und das machen können. Ja, wie Gradius, auch eines der echt schönen Shoot'em-ups, die damals zu der Ära rausgekommen sind. Ein bisschen verzeihlicher zu Beginn als Gradius. Ihr seht, ne, ein Horizontal-Scroller und am Anfang bekommt man wirklich relativ viele von den Sub-Weapons. Ihr habt nicht mehr die Leiste unten, wo ihr selber auswählen könnt, oh, welches Upgrade möchtet ihr haben. Allerdings werden die Upgrades auch ziemlich rar nach einiger Zeit. Holen wir uns nochmal ein paar Options, die uns hier aushelfen. Sobald wir dann einmal tot sind, sind die Upgrades natürlich weg, aber wir können eine Handvoll von denen zumindest dann nochmal einsammeln. Problematisch wird es eben, wenn später keine der Upgrades mehr kommen, wenn man mal gestorben ist und dann sind die Credits recht schnell weg. Ich darf auch nicht den Rand berühren, weil dann ist ein Leben von mir auch dann verwirkt. Was ganz positiv aber ist, ist, da war Gradius anders. Wenn ihr einmal stirbt, müsst ihr nicht wieder von dem Checkpoint anfangen, sondern werdet direkt im Spiel wieder rausgeworfen. Alles sehr organisches Design. Natürlich hier, ihr seht ja auch, wie der ganze Körper und Organismus, in dem wir uns befinden, versucht uns abzustoßen, wie einen Virus, der hier durch das Ganze gleitet. Aber dadurch, dass man nicht mehr von Checkpoints anfangen muss, ist es ein bisschen verzeihlicher, aber es wird, oh, und da habe ich tatsächlich jetzt komplett verdödelt, denn ich habe alle meine Options nicht mehr eingesammelt. Das bedeutet, ich werde gleich wahrscheinlich sehr easy sterben. Oh Gott, ja. Jetzt fängt es nämlich richtig an. Jetzt werden meine Leben nach und nach alle weggehen. Jetzt fängt nämlich der Bereich an, wo ich selber ballern muss, weil ansonsten der Körper wächst nämlich wieder zu im Hintergrund und erwischt mich dann. Wird es umso schwieriger und dadurch wird es ein bisschen aber erleichtert, dass man sie direkt wieder anfängt, ohne den Checkpoint machen zu müssen. Und es kommt noch ein Part dazu, wenn wir den ersten Boss hier haben, der übrigens auch ein Gehirn ist. Ist, glaube ich, nicht das gleiche aus dem ersten Teil, also nicht das Mother Brain, aber eines der anderen, die man hier gerne nehmen kann. Jetzt Greifarme, die herauskommen. Jeden zweiten Level wechselt das Spiel auf wechselt das Spiel auf eine Top-Down-Ansicht. Das heißt, es wechselt die Perspektiven. Natürlich muss ich schauen, dass ich nicht von den Greifarmen erwischt werde. Und stattdessen volle Pulle in die Pupille, also volle Pupille, hier richtig kämpfe. Pff, natürlich. Aber es hat gereicht und ich wechsle zu dem nach oben. Lass uns noch mal ein bisschen hier gucken, wenn wir schon dabei sind. Ich weiß nicht, wie lange ich hier dann überleben werde, weil das wird jetzt wirklich mega knallhart, ohne dass ich meine Upgrades habe. Es kommen nämlich sehr, sehr viele Projektile. Und ihr wisst ja, beim Parallelerklären und solche Sachen hier zeigen im Retro-Club, das ist nicht das Einfachste, was man machen kann. Und bei einem Shoot'em-up, was eh darauf ausgelegt ist, dir die Kohle aus den Taschen zu ziehen, wird es nochmal umso schwerer. Bisher aber, wundert es mich, so schlecht war ich nicht. Bin noch gar nicht abgekratzt hier. Können es vielleicht sogar zum Boss schaffen. Das wäre ja aber auch schon mal was. Aber ja, ich spiele diese Sachen immer noch recht gerne, muss ich sagen. Auch wenn meine Reflexe wirklich nicht mehr das sind, was sie früher mal waren. Und die waren früher noch nicht mal so richtig besonders, gerade bei solchen Sachen. Aber ich weiß nicht warum, ich spiele trotzdem dieses Zeug immer noch ganz gerne. Es gibt ein paar Games, die sind tatsächlich, obwohl ich sie ganz gerne spiele, unspielbar für mich geworden. Laser habe ich gekriegt, geil. Ich hoffe, den kann ich ein bisschen halten. Zum Beispiel Truxton auf dem Mega Drive habe ich immer recht gern gespielt. Auch so ein Vertikal-Shoot'em-up, aber das, es sind teilweise einige Muster wie Gegner, die Schüsse mir entgegenballern, was da für viele Projektile herkommen. Ich kann es nicht mehr. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo das alles herkommt und no idea. So.
So, lass uns mal gucken. Wir könnten eventuell Glück haben. Uiuiui, oder auch nicht. Oh, oder auch doch. Ah, oder auch nicht. Man muss nämlich hier dann drumherum fliegen, aber leider, man hat nicht wirklich volle Pulle Geschwindigkeit hier. Ich glaube, ich muss es cheesen jetzt mit den ganzen. Ah, und immerhin haben wir den auch geschafft, dass wir hier wieder zum Sidescroller-Part hinkommen. Schaut da gerne aber auch viele andere Sachen und ich würde sagen, es reicht, ne? Weil noch besser als das werde ich mich hier nicht schlagen können damit. Schaut euch gerne auch andere Folgen an, bei denen es um Shoot'em-Ups ging. Und es gibt ja auch noch den Shoot'em-Up-Plauschangriff, den ich mit Colin und Mark damals gemeinsam gemacht habe, wo wir ein bisschen schön in Erinnerung schwelgen, als wir noch Reflexe hatten. Gucken wir mal, wo wir gerade sind. Salamander haben wir gerade gespielt. Oh! Das nächste, Namensvetter, sind wir wieder dabei. Also, wir haben Bösewichte, wir haben Helden bereits gehabt, wir haben Raumschiffe, die wie Könige heißen. Was fehlt noch? Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Die nächste Matz lassen wir ablaufen. Epona, oder Epona, je nachdem, wie man es ausspricht, kennt man natürlich als Pferd aus Legend of Zelda. Aber es gibt noch viel mehr Eponas und das hat auch einen ganz guten Grund. Beispielsweise Epona ist der Name einer der Antagonistinnen aus East Origin, ein Action-Adventure-Top-Down, sehr schönes. Aber auch durchaus kniffliges, war ein ziemlich harter Bossfight, wenn man gegen sie hier gekämpft hat. Es gibt aber auch den Epona Battletech, den Panzer, ich glaube aus der Höllenpferd-Division. Und was ist das Bindeglied zwischen den ganzen Sachen? Epona ist eine Sagengestalt. Es ist die Göttin der Fruchtbarkeit, die Göttin der Pferde. Ich glaube hauptsächlich aus der keltischen Mythologie, aber es hängt auch irgendwie nochmal mit der römischen Mythologie zusammen. Und das, denke ich mal, ist ja, also ich kann es hauptsächlich natürlich nur aus Zelda, aber natürlich, wenn solche Namen genommen werden. Gerade die Japaner glauben alles aus allen möglichen Mythologien, aus der Geschichte. Alles, was irgendwie so abstrakt und cool und interessant klingt und vielleicht noch irgendeinen Haken zur echten Welt so hat wie hier, findet man das. Deshalb ist Epona dann auch eben so weit verbreitet, auch im Videospiel-Business. Und für viele Leute, die Videospiele nicht interessieren, die kennen wahrscheinlich das nur als die Göttin der Pferde, so wie es sich gehört. Wir gehen auf die nächste Matz rauf und wir sind ein bisschen kleiner unterwegs. Chuchu! Chuchu sind unter anderem die Mäuse aus Chuchu Rocket. Vielleicht wegen dem Geräusch, was sie machen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Chuchu sind allerdings auch Gegner aus Legend of Zelda. Hier sehen wir eine ganz große Ausgabe. Das sind diese Schleimblobs, ne, die ihr häufiger mal bekämpfen tut. Und Chuchu ist aber auch nicht nur ein Gegner, sondern es gibt Chuchu auch beispielsweise als Knuddeltier in Xenogears. Ein Partymitglied, das auf Mechagröße heranwachsen kann und sogar, ich erzähle euch das mal, es wird im Spiel gekreuzigt als riesiger Roboter. Ja. Und Chuchu ist auch eine Gemüsepflanze, auch bekannt als Chayote oder Luftkartoffel, umgangssprachlich. In Portugal oder portugiesischsprachigen Ländern wird es gern gegessen. Das habe ich auch jetzt gelernt in der Recherche, weil Chuchu in den anderen Iterationen war es mir bekannt. Ich wusste nicht, dass die Zelda-Dinger Chuchu heißen, aber die anderen beiden. Und Chuchu, wenn ihr dann das in Portugal oder in Brasilien oder sonst wo dann ansprecht, dann wird diese Gemüsepflanze genommen, die anscheinend recht lecker sein soll und gerne zu anderen Gerichten serviert wird. Wenn ihr also eine Luftkartoffel wollt, dann sagt, ich mag Chuchu, ich will's jetzt. Wir gehen aufs Ingame drauf. Und Chuchu nehmen wir natürlich das herausragendste Beispiel. Chuchu Rocket hier in der Sega Dreamcast-Fassung. Eines der schönsten Puzzlespiele von Sega ist zuletzt, ja, jetzt von dem Jährchen Plus, nochmal rausgekommen in einer Mobile-Version. Gab's auf dem GBA beispielsweise und ist, wie gesagt, ein Puzzle-Game, was, ich glaube, ich hatte hier meinen Save, genau, auf der zweiten VMU. Ist ein Puzzle-Game, was ihr entweder gegeneinander spielen könnt, wo ihr ein Feld habt, wo Mäuse und Katzen unterwegs sind und die Möglichkeit, die ihr machen könnt. Wir gehen mal hier in den Puzzle-Part und ja, ich kann euch das mal hier anhand der Sachen hier zeigen. Also, oben sind Raketen. Die Mäuse, die laufen hier von alleine herum und ändern, wenn sie auf eine Wand stoßen, ihre Laufrichtung. Und ich habe die Möglichkeit, Paneele zu geben, die die Mäuse dann zwingen, in eine bestimmte Richtung zu laufen. Zum Beispiel, ich habe einen Pfeil, das ist das Einzige, was ich machen kann, der nach oben geht, den ich platzieren kann. Und dann kann ich die Mäuse anweisen, lauft mal los. Und jetzt, wie ich das Ding platziert habe, die Mäuse wechseln jeweils die Richtung, wenn sie an eine Wand stoßen. Ich muss es versuchen, mit all den Paneelen, die ich vergebe und legen kann, die Mäuse alle in die Raketen zu bringen. Ich kann das natürlich auch noch mal ein bisschen anspeeden. Und ich habe den ersten Level hier gelöst. Ein Glück, dass ich wusste, wie man den löst hier. Und man kann gleich zum nächsten übergehen. Stage 2. Jetzt habe ich nur einen Pfeil, der nach unten gezeigt werden kann. Ne? Ich lasse es mal los, ohne dass ich den Pfeil gelegt habe. Und ihr seht, die Mäuse
bewegen sich kreuz und quer. Ich muss also eine Möglichkeit finden, irgendwo, und hier, man kann es vielleicht auch jetzt ganz gut absehen, es gibt die Möglichkeit an verschiedenen Stellen hier, die, so genau, mit L, kommen wir wieder hin, an verschiedenen Stellen den Pfeil hinzupacken. Der hier zum Beispiel würde sich anbieten, denn ich platziere ihn einmal runter und ich starte. Ich hätte sie auch alle in die linke Rakete von uns aus dann packen können, aber rechts hat das auch hier ganz gut gepasst, dass wir es reintun. So, jetzt haben wir einmal den Pfeil nach rechts. Und ich glaube, ich sehe es hier schon, denn wir müssen die ja irgendwie aus dem Labyrinth hier oben rauskriegen. Die würden nämlich sonst nur im Kreis laufen. Wir platzieren es also hier und haben, glaube ich, die richtige Möglichkeit gefunden, weil oben ist es der einzige Platz, der drei Paneele nebeneinander hat. Das heißt, Kreisverkehr ist möglich. Wenn nur zwei Paneele da sind oder bis eine Wand auftaucht, dann gehen sie alles in diesem Zickzackkurs. Ne? Und da sehen wir welche von den Katzen hier. Hier sind sie noch nicht so platziert, dass sie uns essen können, aber manchmal laufen sie auch eben in der Gegend herum. Das müsste relativ easy hier sein. Eine einzige Maus haben wir mit zwei Pfeilen hinbewegt, damit sie zur Rakete hinkommt. So, use the walls. Was haben wir? Einer nach oben. So, die werden jetzt im Kreis hier komplett rübergehen. Ich würde mal es hier positionieren. Mal gucken, was passiert. Nope, das war's nicht. Also, wir gehen dann wieder zurück. Wir müssen irgendwo die Möglichkeit finden. Wenn ihr hier lauft, dann lauft ihr nur so entlang, ne? So, dann würde ich mal hier es platzieren, weil ich glaube, hier sehe ich die einzige Ablenkmöglichkeit. Ich glaube, das ist hier die korrekte Lösung. Denn erst jetzt kommen sie auf den Rundkurs, dass sie immer drumherum gehen und rein in die gute Stube. Puh, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich es nicht lösen kann. Chance ist da, ja, jetzt beim Erklären und Zeigen. Ich gehe mal zurück. Ja, wie kann ich das? Oder geht das mit? Gehe mal kurz auf Quit. Mal gucken, ob ich eins mit den Katzen noch hier hinbekomme. So. Ja, es war keiner mit den Katzen, aber gut, dann machen wir das. Ansonsten laufen die Katzen auch nochmal drumherum. Mal gucken, dass du nicht in den Weg der Katzen hinkommst. Ein sehr schönes Spiel, das auch bei vielen Dreamcasts damit beigelegen hat. So, ich muss mit einem Pfeil agieren. Ich glaube, ich habe zwei Pfeile. Ich würde den einen hier platzieren und den anderen hier, weil dann bringt uns das jeweils einen weiter. Nee, das war blöd. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Dann hier und hier. Okay, warum nicht? Ich habe fast erwartet, dass es nicht funktioniert, aber dann haben wir auch Stage 9 geklärt. Ich würde sagen, das reicht mit Choo Choo Rockets. Guckt euch da auch gerne mal vergleichbare Folgen an, wenn wir mehr über Puzzlesachen und über Sega speziell was gemacht haben. So, viele haben wir nicht mehr, aber wir haben relativ umfangreiche Charaktere oder besser gesagt Namen von Charakteren, die recht häufig benutzt wurden. Und wir haben einen weiblichen Namen hier, der gerne dann für asiatische Charaktere genommen wird. Wir lassen die nächste Mats laufen. Mai Ling kennen wir natürlich als die werte Dame, die unter der Frequenz 14.0.96 gespeichert hat bei Metal Gear Solid. Aber sie ist nicht die einzige Mai Ling von Konami, sondern es gab auch Mai Ling mit Bindestrich von Jia Kung Fu 2. Prügelspiel von Anno dazu mal. Ist es der gleiche Charakter? Ich würde fast nicht sagen, der rote Schopf verrät es, aber vielleicht hat sie sich die Haare gefärbt. Es gibt Mai Ling aus Darkstalkers, aus einem anderen Fighting Game. Die Schwester des spielbaren Charakters Xian Ko, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der Zombie-Frau, und die taucht da als Talisman auf. Es gibt die Mai Ling Zhu aus Overwatch. Ich kenne mich mit Overwatch überhaupt nicht aus, aber vom Charakter habe ich schon mal was gehört. Und hier ist sie der Vollständigkeit halber natürlich drin. Wie auch Hong Mai Ling aus den Toho-Universen. Tausende von Spielen, tausende von Mangas, tausende von Charakteren. Natürlich würde sie hier auch mal mit genannt werden. Und wir dürfen natürlich nicht auch Mai Ling vergessen. Anders geschrieben und mit einem Bindestrich von Red Earth, was ein Prügelspiel von Capcom ist. Und eines der besonderen, Red Earth oder auch bekannt als Warzord, als Warzard, ist nämlich eines der sehr wenigen CPS-3-Spiele von Capcom gewesen. CPS 1 und 2 und der 3 natürlich auch sind Automaten-Hardwares gewesen von Capcom, bei denen sie viele ihrer 90er, Ende 80er und 90er bis Ende der 90er Spiele dafür herausgebracht haben. Und da sind die Street Fighters viele drauf entstanden. Da gab es viele von den Shoot'em-Ups wie Mars Matrix oder sowas, was sie da gemacht haben. Und es gab ja auch diesen großen Arcade-Stick, ne, wo viele von diesen Games drauf gewesen ist. CPS 3 ist
leider so spät rausgekommen, dass nicht mehr viele Spiele dafür existieren. Es gibt eigentlich nur die drei Street Fighter 3 Ausgaben dafür und eben Warzord. Und da können wir gerne aufs Ingame hier raufgehen. Wie gesagt, Warzord, bekannt auch als Red Earth, ist schon was Spezielles. Ist, dadurch, dass es ein CPS3-Spiel ist, die Grafik ist natürlich vergleichsweise sehr gut, gerade für so ein Arcade-Game, was komplett auf Pixel-Optik gesetzt hat. Das Spiel ist ein bisschen strange. Es hat so RPG-Elemente. Du kämpfst auch im Singleplayer-Modus dann meist mit einem von den Charakteren, die du aussuchst, die dann eine normale Größe haben, gegen große Fabelwesen, die komplett ganz eigenständige Energieleisten haben. Und wenn du einen Kampf gewonnen hast, dann reist du in der kompletten Welt herum und kriegst Experience Points, die dann deinen Charakter aufleveln. Diese Experience Points, guck mal hier, diese Bäume, das kann nur CPS 3 machen, ne? So flüssig. Diese Experience Points dann verstärken dich in gewissen Punkten und so drum und dran. Und zum Spielen her ist es nicht unbedingt mein liebster Prügler, muss ich sagen. Es ist so ein interessantes Novum und das zeigen wir eben jetzt speziell, weil wir auch den Charakter Mai Ling hier dabei haben. Aber zumindest eine interessante Fußnote, warum es dann auch eben wirklich nur das einzige Spiel geblieben ist, was dem Street Fighter dann für die Plattform gesehen hat. Wir haben Tessa, die Zauberin, wir haben Leo, den Löwenkrieger, wir haben Kenji, den Ninja und da haben wir Mai Ling als spielbare Figur. Wir haben leider kein Passwort, was wir eintippen können. Die kann man sich natürlich dann nachher merken, um seinen Fortschritt mitzunehmen. Und Mai Ling ist in ihr Heimatdorf gekommen, nachdem sie ein Kampfturnier gewonnen hat. Und das war zerstört. Und jetzt reist sie um die ganze Welt, um Bösewichte zu finden und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Was ist mit allen passiert? Oh, eine Harpie hat uns angegriffen. Ihr seht unten die Energieleiste der Harpie. Ich habe so klassische Moves. Sie kann hier fast schon Ryu und Ken-Style Hadokens machen. Und sie hat eine Art Rising Tackle von Terry Bogard aus Fatal Fury. Also da kommst du mit dem Flash Kick, nicht mit dem Flash Kick Move, sondern mit dem Hurricane Kick. Mit dem vorderen Hurricane King Move kommst du dann in so eine Art Tritt nach oben. Aber man muss natürlich auch den Gegner erwischen hier. Ihr seht, ich habe oben zwei Energieleisten. Oh, ich kann ab und zu auch mal hier Energie wieder zurückbekommen durch Essen und es fallen ab und zu auch mal dann Items raus, mit denen ich so, noch ein Hadouken, dann hat's gereicht. Es fallen ab und zu auch mal Items raus, die mir extra Experience geben und mich dann noch mal hochleveln. Und ich muss aufpassen eben, ne? Wo ist meine Energie, wenn ich ein Level fertig habe? Ich krieg ein bisschen Recovery, mal sehen, ob das reicht, um mich wieder voll zu machen. Ja, gerade, ne? So ein ganz bisschen ist übrig geblieben. Also man hat auch nicht die volle Energie danach. Und die Grafik ist schon sehr aufwendig eben für die damaligen Verhältnisse. Es ist alles wirklich sehr schön in der Pixel-Optik mit Pixel-Cutscenes, mit teilweise wirklich bildschirmgroßen Monstern, die ihr bekämpfen könnt. Und einen Gegner, würde ich sagen, machen wir mal hier noch. Aber als Spiel selber, ich habe nie das Gefühl gehabt, ob mit Mai Ling oder anderen Charakteren, es fühlt sich irgendwie nicht ganz so auf Neudeutsch, wie man so schön sagt, tight an. Ne? Also, obwohl dieser gegen so einen großen Dino zu kämpfen, ist schon eigentlich auch ganz cool, so einen großen Pixel-Dino. So, gucken wir mal mit Super Special. Zack, 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 zack. Oh, es hat schon ordentlich abgemacht. So. Greifen wir den Dino. Machen wir hier. Oh, und wir haben ein Steak aus dem Dino rausgehauen. So. Hier haben wir noch ein Super Special. Oh nein, das Super Special war vorbei, aber einen habe ich noch. Und der hat immerhin gereicht und ich habe aus dem Dino Hacksteak gemacht. Mai Ling, du hast es geschafft. Du hast ihm die Leviten gelesen. Wir sagen, es reicht. Auch für Warzord. Vielleicht ist es wie bei den anderen Sachen, wie wir schon gesagt haben. Ich glaube, ich habe in einer der vergangenen Folgen nichts über Warzord bisher gemacht, über Red Earth. Wenn es sich anbietet und wir im Speziellen über Capcom Arcade Games sprechen, wird es aber natürlich noch mal thematisiert werden. Und wir sind auch schon angekommen beim letzten Namen, den ich heute noch mal beleuchten soll. Es sind natürlich nicht alle Namensvetter, die es gibt. Ich bitte darum, könnt ihr gerne in die Comments unten reinschreiben, was sind so Namensvetter, die euch einfallen, wo ihr sagt, ey, übrigens, warum heißen diese Charaktere gleich? Würde natürlich gerne auch noch mal mehr für ein weiteres Special mitnehmen. Aber fürs Ende, für heute, habe ich mir den Namen rausgesucht, wo ich, holy shit, da gab es kein Ende, wie die denn da heißen. Denn ich spreche im Speziellen von dem Namen Zero, von der Null. Die Null muss stehen. Und wir lassen einmal laufen, die Mats. Zero kennen wir natürlich als einen der Hauptcharaktere der Mega Man-Serie, hat seinen eigenen Spin-Offs bekommen, der Roboterkollege von Mega Man. Und natürlich, aber es ist nicht der einzige Zero, den wir kennen. Denn es gab auch einen Zero in Prügelspielen, Toshinden.
Fighting Game Serie von Takara. Ich wusste nicht mal, dass es ein Toshinden 4 gibt, aber wer Toshinden 4 gespielt hat, wird auch Zero gespielt haben. Also warum auch nicht? Bei einem anderen Prügelspiel, King of Fighters 2000, gibt es auch Zero als einen der Bosse. Lustigerweise, es ist nicht der einzige Zero in The King of Fighters, denn wenn ihr den besiegt habt in King of Fighters 2000, dann könnt ihr auch Zero in King of Fighters 2001 besiegen, was aber impliziert, dass der erste Zero nur ein Klon gewesen ist von diesem hier, dessen ältere Ausgabe die echte ist und die ihr in 2001 dann bekämpft. Warum nicht? Einer der Bosse, Zero von Kirby, das große Auge, was einen behagt und dann sagt, ich hau dich zu Klump, Kirby, was willst du mir dagegen kommen? Ich heiße Zero, ich bin der Größte. Major Zero von Metal Gear, im speziellen Metal Gear Solid 3, ja, ist immer am Codec, am Headset dann dabei und säuselt und schöne Sachen und redet über Godzilla-Filme. Das darf er natürlich gern machen. Zero, das Mastermind der Zero Escape Horror Adventures, ja, das Leute einsperrt und sagt, I want to play a game, bringt euch alle um und ich schau zu und lach mir einen ins Fäustchen. Natürlich heißt er auch Zero. Wir haben Zero in Borderlands 2 und Charakter kenne ich nicht, Borderlands 2 habe ich nicht gespielt, aber eine große Null vorm Gesicht, also muss er auch wohl Zero heißen. Wir haben Zero in Sonic Adventure, einen der Bosse, ein Roboter, ich glaube auch in Sonic Adventure 2 mit dabei und sein großer Metallschädel sagt, ja, ich habe hier Null drin, hau mir doch einen auf die Rübe. Wir haben in Anarchy Reigns einen Zero gehabt und Anarchy Reigns ist ein Action-Game von Platinum Games zur Xbox 360 und PS3-Ära gekommen. Habe ich mir natürlich 10-mal gekauft und keinmal gespielt. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Was ich gespielt habe, war Drakengard 3. Zero heißt da die Protagonistin. Drakengard ist die Schwesterserie zu Nier. Und sehr abgedrehtes Spiel. Da empfehle ich euch den Game One-Beitrag, den ich gemacht habe. Zero aus San Andreas, dieses Arschloch, das uns die schlimmste Mission des Franchises dann aufgedrückt hat. Nämlich mit diesem ferngesteuerten Flugzeug durch halb San Fierro zu fliegen. Das mache ich nie wieder. Subject Zero, auch bekannt als Jack aus Mass Effect. Eines der Partymitglieder, Mass Effect 2 dazubekommen. Ich glaube, beim Dreier dann auch dabei. Wir kennen sie natürlich hier als Jack, aber Subject Zero war der Name davor. Und technisch gesehen Sub-Zero unter Null eigentlich. Weiß nicht, ob man den direkt mit reinnehmen kann, aber komm, dann Sub-Zero sollten wir schon dann mitnehmen, wenn es um Zeros geht. Und zum Abschluss haben wir Zero the Kamikaze Squirrel. Ich bin ein Eichhörnchen, ich habe ein Stirnband und ich mache Kamikaze. Natürlich heiße ich Zero. Oder nicht natürlich heiße ich Zero, aber puh, ne? Und ich bin mir sicher, dass ich bestimmt auch Zeros verpasst habe, dass es noch viel mehr gibt als da. Aber holy shit, was ist es mit Zero, dass das gerne genommen wird? Ich verstehe es nicht so ganz. Zum Abschluss, lass uns auch in eines der Spiele einmal reinspielen. Und dann nehmen wir doch Zero the Kamikaze Squirrel, weil das habe ich damals ein bisschen gespielt, weiß ich noch, zu der Ära auf dem Mega Drive. Wir schauen uns die Mega Drive-Version jetzt auch an. Und, uff, nicht besonders gut gealtert, von wegen her aus, es ist, ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich ganz gut gezeichnet, mit Ausnahme, holy shit, was ist das da oben? Regie, ist es möglich, da reinzuzoomen, ohne ich will euch jetzt da nichts aufdrücken oder so. Aber dieses Gesicht macht mich gerade ein bisschen fertig im Titelscreen. Ne? Hör ich das mal an? Also diese, die Augen und die Nase. Oh, und da ist es weggegangen. Da guckt er, da liest er jetzt Brief. Okay, dann lassen wir das dann einmal. Aber er kriegt einen Brief und sagt sich, Geronimo, der böse Holzhacker Jacques Lechitz hackt den ganzen Wald kaputt, lass ihn uns auch kaputt hacken. Es ist eines dieser West-Jump'n'Runs. Man denkt, dass es eines dieser West-Jump'n'Runs ist. Zumindest spielt es sich so. Oh, da hatten wir es und dann bin ich leider zu schnell da drauf gegangen. Aber danke für das kurze nochmal zeigen. Dadurch wird es nochmal ein bisschen gruseliger. Es spielt sich so ein bisschen wie solche Sachen wie Zool, was wir vor einigen Monaten mal hier auch im Retro-Club hatten. Also West-Jump'n'Runs, die versuchen Mario und Sonic nachzumachen, aber die Formel nicht so ganz mitbekommen. Es ist aber von Sunsoft. Ne? Und Sunsoft ist ja eher ein japanisches Unternehmen, wenn sie sich jetzt nicht dann nochmal ein westliches Team gesucht haben. Ich habe hier die Möglichkeit, einerseits meine Ninja-Sterne zu werfen und ich kann meinen Kamikaze-Sprung nach unten machen. So. Und ich muss auch mal gucken, wenn ich springe und dann Ninja-Sterne werfe, fliegen sie auch nach oben. Ist auch nicht besonders logisch, dass ich das mache. Spielt sich sehr unangenehm, muss ich sagen. Ne? Also, es ist zu schnell, man sieht zu wenig von der Gegend. Man kann einfach in Gegner reinlaufen. Es sieht gut aus, muss man sagen. Die reine Sprite-Art ist schon ganz cool. Ne? Und man hat natürlich viele Möglichkeiten, hier entlang zu gehen. So, oh, ich wollte auch noch da rein. Ach komm, lässt du mich nicht hier rein? So, und dann kann ich hier noch mal extra mir Sachen abholen. Also, Zeug zu entdecken gibt's schon. Und wir müssen natürlich die Zs hier einsammeln, damit wir auch Energie haben. Ich denke immer, Z steht für Schlafen. Aber dem ist nicht so. Sondern Z ist hier die Zero-Energie.
Es gab, wenn ich mich nicht irre, auch einen zweiten Teil, aber den kenne ich eher weniger, weil das war das, was ich damals auf Mega Drive gespielt habe. Und manche Sachen, die spielt man von damals und sagt, ja, war eigentlich doch ganz nett. Zero sieht nett aus, aber ich finde so das Spielerische, das ist nicht was, was ich unbedingt noch mal revisiten wollte. Ich muss mal gucken, ob wir noch mal, wie weit wir kommen, weil so viele... Ah, und wir kommen überhaupt nicht weit. Denn es hat uns gefetzt. Es reicht doch, es reicht doch. Wir haben das eh nur der Vollständigkeit halber hier mit reingetan. Das war Zero, The Kamikaze Squirrel. Und das war es auch mit dem Retro-Club für heute. Ganz bunt gemischt. Viele Charaktere, viele Identitäten, die gestohlen wurden. Wenn ihr, wie gesagt, noch mehr wisst, gerne in die Comments unten reinschreiben. Als auch natürlich eure Freudenbekundungen, Likes und die ganzen anderen Geschichten, die dürft ihr auch natürlich gerne da lassen. Da seht ihr es hier. Abonnieren auf YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Die Glocke gerne auch anbimmeln, so blub, dann kriegt ihr nämlich mehr mit, wenn mehr Videos hier auf den Kanal hochgeladen werden. Ich habe zuerst gesehen, wisst ihr, was das genau betrifft? Wenn man mehr als 3 Videos pro Tag hochlädt auf dem Kanal. Na? Weil ansonsten werden dann nicht mehr Videos gezeigt. Und bei so vielen schönen Sachen, die wir haben, es könnte ja sein, dass ihr was verpasst, wenn ihr es nicht macht. Und was ihr auch gerne machen könnt, der Rocket Bean Supporters Club macht es uns möglich, solche Formate wie das hier umzusetzen. Ich würde gerne natürlich noch viel mehr Retro-Clubs für euch machen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich habe ein paar Specials geplant für die nächste Zeit. Also lasst euch überraschen. Ich bin der Gregor, ich sage Tschüss, bis dann.